Hallo meine Friends, hier ist wieder euer Bauernbrötchen alle hier. Ja, sorry, dass keine Videos kamen, aber ich hatte Problems und das ein Problem davon spreche ich jetzt an. Ihr seht schon, ich hatte Stress mit dem Laden. Ja, mit dem bestimmten Laden. Okay. Ich war mit einem Kollegen, okay, und ich spreche so ein 50-Jähriger aus, mit einem Kollegen, war ich in dem Laden. Wir nennen ihn jetzt mal der Rammelladen, okay? Also, dann, wie ging es weiter? Wir sind reingegangen. Und ich muss dazu sagen, es war vielleicht ein bisschen dumm so und es sah vielleicht auch so aus, aber ein Schlauer denkt er nicht, okay. Auf jeden Fall, okay. Ich wollte mir ein Getränk holen, das Fanta-Getränk nennt man das auch. Der wollte sich das Red Bull Getränk holen. Ich wollte mir noch zwei andere Getränke holen, das Sprite und das Spezi. So. Und ich hatte halt einen Rucksack auf. Ne? Ihr kennt ja einen Rucksack for the school. Ja. Und dann, ich hatte kein Kleingeld, aber ich hatte einen 10-Euro-Schein. Okay? So. Der war ganz ohne Schulrucksack. Ich hatte eine Fanta in der Hand. Ich habe schon oft scheiß Erfahrungen gemacht damit, dass wenn ich Fanta wünsche, die fällt runter oder. Andere, okay, dann war es so, habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einmal die Jackentasche und mache ein bisschen zu, damit sie nicht rausfallen kann und dann auf den Boden platzt, weil ansonsten komme ich zu spät. Das ist eine ganz, okay, das sieht scheiße aus für diese Person dann, aber man erkennt doch, Junge, sonst hätte ich es komplett zugemacht und sehr schnell gegangen, aber ich wollte ja mein Geld holen, also so, dann kommt der Chef dieses Ladens, so. Die Fanta habe ich hier, okay. Und in dem Moment, wo ich so halb zugemacht habe, dann ist hier rausgekommen. Was soll jetzt dein Modus machen? So gemerkt, hast Jugendlicher, aber du blöder Wichser, Alter. Ich sag extra deinen Namen nicht, Alter, du Bastard. Dann, ja, ne? Okay. Ich habe zu denen fünfmal gefühlt gesagt, ich will das kaufen, ich wollte nur mein Geld holen, hä? So, Junge, ich kam gar nicht klar. Ich wollte was kaufen und nicht was klauen. Was hat denn der Typ jetzt? So, hat er gesagt, hey, du hast kaum raus, raus. Da waren noch irgendwie zwei Feministen irgendwie am Eingang. Die, der habe ich auch gesagt, ich wollte es kaufen, ich verstehe das nicht. Und dann so, ja, bei uns klauen ja so viele Jugendliche und du sollst es nicht tun. Ja. Ach, hab ich mir gedacht, ach komm, halt dein Maul, Alter. Hab natürlich Hausverbot bekommen, ne? Der kleine Dreckspisser. Und der Friend von mir, der nichts gemacht hat. Nichts. Nichts. Der wurde dann, also, oder? Nee, stimmt, genau. Der wollte sich ja auch noch was holen. Der wollte sich auch mehrere Sachen holen. Also hat er in den Sportbeutel, den man offen gesehen hat, hat er das Red Bull reingemacht. Das Red Bull. Okay, chill. So, und er wollte auch noch sein Geld holen. Dann sieht es der Chef, okay, zwar dumm aus, aber er hat auch gesagt, ich will mehrere Sachen kaufen. Und das wollte ich doch auch noch. Da, Junge, wo soll ich denn hinmachen? Im Schrank, wo es dann vielleicht runterfällt? Da war kein freier Platz für eine Fanta, Junge. Oder auf dem Boden, ist, Junge, am Ende fällt irgendjemand drüber. Also habe ich doch keinen Bock, oder ich fall drüber. Okay, dann. Ja, wie geht's? Ja, genau. Der Friend von mir, okay, der wurde mitgenommen. Der wird festgehalten. Er durfte nicht rausgehen. Und Ladendiebstahl ist erst, wenn man von der Kassenbereich weggeht, ohne zu bezahlen. Und nicht, wenn ich da irgendwas einpack, solange ich mein Geld holen möchte, um zu bezahlen. So, ich durfte dann gehen, ich hatte Hausverbot, er hat auch Hausverbot jetzt so. Okay, ich bin gegangen, okay? Ich dachte, er kommt, er ist 10 Minuten nicht gekommen, also ging ich halt, ne? To the school. Und dann, die beste Situation. Er war bis zur zweiten, Ende der zweiten Stunde, war er im Edeka drin. Die haben Polizei gerufen. Wenn sein Shop heute ein alkoholisches Getränk war, das er nicht vom Edeka hat. Das hat er von einer Person bekommen. Also. Und dann. Das war das Geilste. Da ruft dieser Typ einfach die Polizei. Du hast bei ihm gemerkt, der hasst Jugendlich. Der konnte mit nicht klar. Seit 50 Jahren, noch 2 Jahre im Edeka, muss jetzt hier seine Wut an der Jugend aushalten. Ist ja scheißegal, auf jeden Fall. Junge. Wie ging's weiter? Ja, genau. Der Kavati habe ich jedenfalls so los und dann so, ja, Polizei war da. Die haben zu ihm gesagt, der Chef hat falsch gehandelt. Hat er ja auch, Junge. Ja, und der wollte eine Strafanzeige machen und das, die ist, ja.
Also am Ende des Tages ist sie nicht durchgekommen, weil erstens nichts war da. Laden die plus erst draußen ist und es gibt, guck mal, wenn ich die Fanta jetzt ganz ohne meinen Rucksack mache, dann wäre es komisch. Aber wenn er einen offenen Sportbeutel macht, dann will er das doch nicht klauen. Wie dumm ist denn das, Junge? Also wieso mit einer Fanta rumlaufen? So, also hier, ja, meine Fanta, das ist genauso. Das ist eine Scheiße. Junge. Ja. Und jetzt? Seine Anzeige an ihn wurde fallen gelassen, aber mich wurde irgendwie keine gemacht. Der wollte nur meinen Namen wissen, die Polizei. Aber ich hab ja nicht. Ich hab nichts gemacht. Er hat mich auch als Zeuge. Herr. Ich hab nur. Ich wollte nur was kaufen. Auf jeden Fall kann ich jetzt da nie wieder hin und muss jetzt zu einem anderen Rotzladen gehen, aber ist scheißegal. Wenn ihr Erfahrung macht, okay, mit so Verkäufern, oder das war ja der Chef sozusagen, aber fast die ganzen Mitarbeiter waren alle so Lappen. Außer einer an der Kastell korrekt, aber sonst alles sind die so Jugendhasser, Alter. Ja. Okay, das war's mit dem Video. Zusammen eine Story. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr so Erfahrungen hattet mit so Mitarbeitern, die euch dann am Ende wegen irgendwas anzeigen wollten oder unfreundlich waren. Dann schreibt es mal rein, mich interessiert das. Wenn ich bin euch der Einzige, der so eine Scheiße erlebt. Okay, das war's, meine Friends. Ciao, vielleicht kommt noch ein Video heute. Tschö.